So, da bin ich wieder. Ich stehe gerade unter einer Vestas V44 im Windpark Eberschütz. Ist echt ein richtig geiler Windpark hier. Hier stehen Vestas V47, Neck Mikon, weiß ich gar nicht den Typ gerade, muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Vestas V47, V44, V126, richtig geiler Windpark, muss ich schon sagen, ja. Gehe ich mal noch ein bisschen näher ran, aber wie gesagt, wir haben Eisschlaggefahr immer noch. Scheiße, aber egal. Na, wird die Kamera jetzt scharf? Na, komm. So. Okay, so. Ja. Ich muss gleich mal gucken, wie viele von den Anlagen hier stehen. Ich kann mal gucken. 3 Vestas V126 auf jeden Fall. Nick Mikon stehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Aha, okay. Also 6 Neck Mikon. Vestas V44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. Und dann noch V47. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. Okay, muss ich gleich mal gucken, ob das stimmt. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal unter so eine Vestas V126 gehen, weil das sind richtig geile Anlagen. Ich feiere die. Schade, dass es die hier jetzt nur dreimal in der Region gibt. Im Windpark Wotan sollen ja auch 3 Stück hin, aber da ist ja jetzt Baustopp. Leider. Und ja, tolle Anlage. Bin ja mal gespannt, wie lange die hier noch bleiben dürfen. Ich hoffe noch ein paar Jahre, weil das sind echt tolle Anlagen. Naja gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Neck Mikon wahrscheinlich. Bis dann. So, da bin ich wieder. Jetzt stehe ich unter der Vestas V47. Hier, da hinten stand ich eben. Ja. Läuft sehr ruhig und leise. So, jetzt kann man hier mal rundherum filmen. Da stehen noch 2 V44, dann steht da hinten, hinter den V47, wenn die Kamera, nee, hinter den Neck Mikon steht dann, oder ist dann Windpark Manrode. Windpark Trendeburg, ich sag immer Manrode. Ja. Heute drehen sich bis auf eine Vestas V44 alle. Ja. Da hinten sind auch ganz viele Windparks auf einmal. Da ist unter anderem Windpark Körbeke, Rösebeck, Liebenau, die da so hintereinander stehen. Bin mal gespannt, wann ich da hinfahre. Auf jeden Fall steht jetzt da links die Vestas V126, wo ich gleich noch drunter gehe. Das sind solche geilen Anlagen. Ich feiere die einfach. Ja, dann ist da die Vestas V47. Noch eine Vestas V126. Ja, da ist die dritte. Und zwar hat hier ja ein Repowering stattgefunden letztes Jahr, 2020. Und zwar ja, 2 V47 da hinten, wo die steht, wurden abgebaut. Dann haben sie da und hier halt die neuen Anlagen gebaut. Ja, gut, dann soll es das von hier jetzt gewesen sein und ich gehe jetzt gleich nochmal unter die ganz große V126. Bis dann. So, meine Freunde, da bin ich nochmal und ich stehe jetzt unter der richtig geilen Vestas V126. 149 Meter Nabenhöhe, 3,45 Megawatt. Richtig geiles Teil. Die sollen ja auch nach Windpark Wotan. Ich hoffe, dass die bald gebaut werden. Da ist die andere. Ja. So ein geiles Ding. Also ich muss schon sagen,
Ja, gehe ich mal hier runter. Schön alles, ordentlich. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt Eis runterkommt. So. Ja, geil, ey. So, geil. So, ich habe jetzt hier mein Heftchen. Und ich muss jetzt mal gucken, hier auf der Treppe kann ich das hoffentlich machen. Und zwar habe ich jetzt hier die Sachen stehen. Die hier stehen. So, also hier im Windpark Eberschütz sollen 6 Mikon oder 6 NEG Mikon 1500 600 stehen. Mal gucken, ob das stimmt. 6 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das stimmt. So, dann 7 Festers V44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das stimmt auch. 5 Festers V47. 1, 2, 3, 4, 5. Das stimmt auch. Und 3 Festers V126 von 2020. Ja, das passt also. Geile Sache. Echt geil. Ich gehe jetzt mal die Treppe hier hoch, die hoffentlich nicht vereist ist. Und es ist so geil hier, ey. Geil, ich feiere es, ey. Und mit diesem geilen Anblick verabschiede ich mich auch schon wieder. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video.